So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Soda Dungeon. Wir haben beim letzten Run ziemlich lange investiert, aber auch wirklich viel Gold rausbekommen, viele, viele Items. Und der Tavernenbesitzer möchte mit uns quatschen. Okay, VIP-Items haben wir jetzt, oder freigeschaltet. Attracts out of control Avengers. Okay, also ziemlich krasses Zeug, hier gibt es viel Reputation, attracts out of control. Hier gibt es einfach Reputation dazu, glaube ich, mir macht das nicht. Ein Code. Erlaubt uns, unsere bevorzugten Abenteurer zu... Achso, nicht Abenteurer, sondern das Equipment für eine Klasse zu speichern. Heißt also, wenn wir die Klasse haben, wird bevorzugt diese Items benutzt, die wir ausgewählt haben. Kostet aber hier 250.000 Gold. Adds a location to purchase and store team pets. Es gibt also auch noch Tiere später, die man zähmen kann und die man mitnehmen kann. Das ist geil. Gnome. Die sammeln extra Essenzen für uns in den Dungeons für 50.000 Gold. Okay. Inherit an extra 1.000 Gold when entering a new dimension. Okay, das ist das Portal dann draußen, was wir bisher noch nicht benutzt haben. Kriegen wir jetzt mal 1.000 Gold, wenn wir eine neue Dimension betreten. Plus 100 to starting warp level in a new dimension. Main dungeon only. Das heißt, den normalen Dungeon, den wir spielen, den Warp, den wir letztes Mal benutzt haben, der wird uns auch automatisch 100 Level höher springen lassen. Converts spare gold into essence. Also Essenzen werden sicherlich später noch ein sehr wichtiger Teil sein. Customize the lock of your adventures. Okay, 5 Millionen Gold ist es mir nicht wert. Enemy HP sind immer sichtbar für 100 Millionen Gold. Sehr, sehr interessantes Feature. Speeds up Dungeon Progression. Das heißt, der Kampf geht einfach viel schneller. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Können wir unseren Anheuerungspool aus irgendwie customizen. Eine Essenz. Und Void Caller, mixing all flowers could produce strange results. Ich glaube, hier gibt es Reputation oder was anderes dazu. Aber cool. VIP-Items gibt es jetzt neu dazu. Sodas, aber erstmal muss ich ja... Oh, wir haben neues Zeug. Die Ashen Armor kriegen wir endlich. Das Flammenschwert kriegen wir auch endlich. Die Katana auch. Warum ist denn das Flammenschwert vor der Katana? Auf jeden Fall wird das noch öfter gekauft. Fünfmal. Nee. Naja, so oft brauche ich es ja gar nicht. Und was haben wir hier noch? Eine Magic Bottle. Habe ich ja gesagt beim letzten Mal, dass es Mana wiederherstellt. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Das müssen wir zweimal mitnehmen. Oh, ich habe 4 Stück davon schon. Na, jetzt ist es schon zu spät. Gut, kostet nur 36 Gold. Was möchte er noch von mir? Hallo, erneut. Ich werde es gleich zusammenfassen. Okay, wir können also die hier auch noch heiern. Also anheuern. 30 HP, 10 Schaden, 30 Mana-Punkte. Closing Time. High Damage to Group. Torpor Tonic. 5 Mana-Punkte. Puts Targets to Sleep. Divine Icor Static. Protect your teammates from Defeat. Also Defeat das Besiegen. Also das beschützt 3 unserer Teammates vor dem Sterben. Sehr cool. Der Wizard, den können wir noch anheuern. 50 Mana Punkte, 13 Schaden. Und kostet nur 320, hat 35 HP. High Magic Damage to Group. Reduce Group Attack Power vom Gegner. Okay, also ein echt starker Magier. Und dann halt, diese Static Skills sind, glaube ich, automatische Fähigkeiten, die benutzt werden. Also, die müssen wir aktivieren extra und die sind die ganze Zeit aktiv. Diese ganzen Warp-Portale bringen uns zweimal so weit und Sage plus 90% Boost to Magic Attack, das ist heftig. Und der Gladiator, 50 Damage. Alter! Was hat er hier unten? Okay, Lorarius bedeutet, glaube ich, dass wenn der Gegner uns angreift, wir zurück angreifen können. High Base Attack that lowers over time.
Also das heißt, wir haben starken Grundschaden, allerdings wird er immer wieder geringer, je weiter wir kommen. Teammate kills the race own attack. Das heißt also, wenn einige Einheiten von uns sterben, bekommt er wieder mehr Schaden, der Gladiator. Das ist echt heftig. 240 Gold auch nur. Wirklich heftig. So ein Healer gibt es bei Holy Fist und 525. Müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr kaufen hier. Zack, zack. Das muss man auch machen. Weniger Kosten zum Anheuern. Es kostet nur noch 225 und der kostet nur noch 375. Ich würde ganz gerne mal den Wizard, glaube ich, mitnehmen. Ah, wobei, das ist ganz uncool, wenn die alles Schrott. Hier gehen wir ganz kurz raus. Was ist, wenn ich wieder reingehe? Sind immer noch die gleichen. Okay. Das Portal wird freigeschaltet. Irgendwie immer noch nicht. Hier können wir immer noch nicht. Und bis Level 71 könnten wir hochkommen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall von links wieder anfangen. 150 Gold kostet so ein Ding nur noch. Das war doch die beste gewesen, ne? Müsste sein. Ja, der Bolzensturm, ne? Sehr gut. Da haben wir einmal den Dämonenschild. 40 HP dazu, allerdings minus 10 Damage. Also ich hatte jetzt irgendwie 1. Kriegt eigentlich noch 20 Mana-Punkte dazu. Wir haben noch den Shark-Schild. 15% Damage Reflection bringt uns 20 HP. Was macht die Golem? Na ja, nochmal minus 10. Trades Power for Defense. Dann müsste er plus 10% Damage Reduction. Müsste er theoretisch. Alter, was gibt's hier für Items, bitteschön? Eine Assassin Dagger, 50% Crit Chance und plus 200 Schaden. 10% Chance zum Ausweichen. Der Apprentice Stuff, also der müsste theoretisch Magier veranlasst mehr Magiepunkte haben. Wir kriegen weniger Schaden und wir gehen auf einen Damage runter, auf 0 Damage runter. Das heißt, er kann nur noch Magie benutzen. Der kriegt keinen Healstone. Klar, 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 kriegt den Healstone. Was haben wir hier noch? Immun zu Statuseffekte, das Heldenblut. Green Slime. Okay, Monster Meat. Plus 2 HP-Regeneration pro Runde. Auch nicht schlecht. Aber hier ist mein Immun gegen Statuseffekte. Das ist auch sehr praktisch. Wir brauchen nicht so viele Dings. Equip. Hier kommt das Heil-Item hin. Das ist eigentlich völlig egal, das ist einfach für mich, nur sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben jetzt zwei Mana Potions, die werden aber nicht von hier benutzt, sondern die werden hier unten benutzt. Die, die weniger Magie-Punkte haben, weißt du? So. Der muss halt die ganze Zeit Magier. Der erste muss Magiern, also die ganze Zeit Magie-Schaden machen. Was ist das hier noch? Ein Frostschild. 25 HP, 5 Schaden. Okay. Und Adam mit Katana und der hat noch einen Hero Sword. 30% Crit Chance für 70, plus 70% Damage. 10% Damage Reflection. Der Assassin Dagger ist aber auch ziemlich heftig. Ach, schwierig, schwierig. Also ich brauche ein paar mehr Leute hier, glaube ich. Da können wir noch liquidieren. 225 Gold kriegen wir dann noch. Den Banker kann ich nicht anheuern. So, Taverne. Dekor. 50 Reputation. Wir sind bei 496. Das ist später noch, das muss ich. Das hier ist, glaube ich, ganz. Nee, nicht das, sondern das hier, das mit den Gnomen ist ganz cool. Mit den Essenzen, ich glaube, das sollte man relativ schnell machen. Nächstes Soda kostet 7500. Na gut, dann. Hier sind noch zwei unbekannte Dinge. Fangen wir bei der 21 an, glaube ich. 31. Aber hier gibt es auch noch viel Gold. Hier gibt es auch noch viel Gold. Null. Naja. Ambushed. Pyroblast. Immun gegen Statuseffekte. Kein Burn-Effekt. Und ihr seht da sogar eine Damage Reflection. Bei dem oben rechts mit dem Shark-Schild. Und der soll mehr sein Dings benutzen. Er hat jetzt den Fire Gem, ne? Null. Oh, nö.
17 Damage. Eigentlich der Magie benutzen soll da oben, der benutzt das nicht. Willst du mich verarschen? Wenn ich es selber in die Hand nehmen. Bam, bam, bam. Reicht ein Firestone. Überlebt noch einer? Nein, leider nicht. Ja, Bolzensturm. Mana heilt es. Willst du mich verarschen? Das ist ja geil, ey. Ich hätte die ganze Zeit nur rummanern. Mama shit, gut, das ist. Ne? 38, Alter, what the fuck? Ja, das ist, ja. ...28 Schaden macht der auf jede Einheit. Wow. Ich bin so gut. Aber der stirbt trotzdem. Bam, bam, bam. Ah, da reicht der Feuerstein. Aber gut, ich habe ja zwei Mana Potions, alles gut. Aber eine Mana Potion sollte der dritte bekommen. Damit er den Gegner heilen kann, bevor alle tot sind. Nicht geplant. Bam! Der Sharkscheid sieht aber auch ziemlich geil aus. Kleiner Haikopf. 196 Gold, gut. Sind mittlerweile bei 3200 Gold. Fountain, alle wieder mal volles Mal, sehr gut. Wieder ein Item dazu. Ja, ich sehe halt auch immer nicht, was für Items es gibt. Und ich habe mich jetzt mal gewundert, warum habe ich gar nicht gesehen, dass ich dieses Item bekommen habe. Aber es gibt halt nur diese Beutel, oder sieht man halt nicht, was drin ist. Das sieht man halt erst am Ende. Das sieht man nur bei den Treasures, wenn man die aufmacht, was für ein Item da drin ist. Zack, zack, zack. Mana wieder regenerieren. Eigentlich jetzt nicht notwendig, oder? Jemanden heilen brauchen wir auch nicht. Ach, 30 Mana müssen wir generieren irgendwann. Das ist einfach so viel. Kann man überall den Bolzensturm benutzen. So. Die kommen mir bekannt vor. Die haben vor kurzem noch erst gekillt. Die beiden ersten sind hier, die beiden links, die sind relativ leicht zu killen. Dann ist die da heftig. Jo. Ja, wir brauchen irgendwie da drüben mehr Statuseffekte. Also mehr Heilung und so weiter. Treasure. Noch eine Coral Plate, sehr gut. So, meine Freunde, wir machen ganz kurz eine kleine Pause, mal gucken, wie weit wir in diesem Run kommen. Level 51 sind wir jetzt, mal gucken, wie weit es da mal beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ciao Leute.